Leise! Alter Vater! Sehr, sehr geil. Ja, Moment. So. Und jetzt bin ich jetzt lauter. Ist jetzt besser. Man hört dich nicht. Hört man mich jetzt? Ich habe mich jetzt sehr laut gemacht. Tatsächlich. Okay, das ist gut. Das heißt, wenn ich normal rede, hört man mich auch normal und nicht zu laut, ja? Jetzt bin ich extrem laut und übersteuere. Also jetzt rede ich normal gerade. Richtig starkes Verhalten. Ja, okay, Moment. Fast gar nicht mehr hören. Hallo, mein werter Mitasiate. Hallo. Hallo. Oder liegt das wieder an diesem scheiß... wieder im scheiß USB-Port? Das kann aber nicht sein. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich muss gerade Soundcheck machen.
Elendige. Elendige Scheiße. So, wie ist es jetzt? Hört man mich jetzt gut? Oder hört man mich jetzt eher schlecht? Rauschen. Jetzt ist sehr gut. Ja, was denn nun? Man hört dich nicht. Es ist aber Rauschen. White Noise wird aus. Bisschen White Noise wird aber übertönt durch die Musik. Und der Ingame-Sound ist etwas lauter. Den kann ich noch ein bisschen runterdrehen. Wollte ich jetzt sowieso machen. Moment. So. Das Spiel ist deutlich leiser als du. Honighund und Trötenkäfer auf großer Tour. Da bin ich doch dabei. Hallo Matze. Ja, schön, dass du da bist. Ich sag euch, das war vielleicht ein Geraffel. Das war vielleicht ein Geraffel, diesen Dreck hier fertig zu kriegen. Moment. Perfekt, dass das Intro sich gerade wiederholt. Herzlich willkommen zu Banjo. Und aber vielleicht auch, wenn alles gut geht, Kazooie. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Es ist ein... Ich bin schon hier mal... Ah, hallo Jessi. Hallo Jessi, hallo Jojo, hallo Alex, hallo Matze, hallo Bernie, hallo Chimeraclaw. Alle da heute. Es war gerade so eine scheiß Grafik, dieses Setup fertig zu kriegen. Aber es hat ja geklappt. Fuck. Egal. Oh. Junge. Ich hab gerade hier, musste das Setup machen. Also die Verkabelung hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Dann hat er rumgemeckert, weil ich nicht, weil ich in 640x480 Auflösung streame, was nicht unterstützt wird von YouTube. Also musste ich die Output-Auflösung ändern und oh, das Spiel ist blind für dich großartig. Es ist richtig blind, tatsächlich. Super blind. Deutsch natürlich, wir sind in Deutschland. Aber warum habe ich da Timer drauf? Ich hätte ihn ablaufen lassen sollen. Wähle mit dem 3D-Stick ein Spiel aus und drücke A, um zu spielen. Oder den Z-Trigger, um den Spielstand zu löschen. Spiel 1 seit 51 Stunden? Man kann dieses Spiel 51 Stunden spielen? Hallo Rumpelpumpel. Ich lese nebenbei den Minish Cap Manga. Kazooie ist ein sehr sympathischer Charakter, achte drauf. Erstmal muss ich 51 Stunden hier weglöschen. So. Ich löse mein Versprechen sehr spät an, aber ich löse es ein. Die Abstimmung hat Banjo-Kazooie ergeben, also spielen wir Banjo-Kazooie. Gucken, ob wir es schaffen, das Spiel durchzuspielen, ohne zu rushen natürlich, bis Zeldor Link's Awakening. Dingpot, mein Kessel, sag geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Gruntilda. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf.
Hm, doch, da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein. Tuti ist so süß und klein. Sie ist die hübscheste von allen. Was, du mieser alter Kessel? Ich mache aus dir einen Sessel. Tuti ist nicht nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel. Die Biest werde ich es zeigen. Das war nicht gereimt. Tutsi, Tutsi. Hallo Tuti, was hast du heute so vor? Sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer. Irgendwann waren die auch noch auf, ich hab's genau gesehen. Mach endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Da wurde die vierte Wand gleich gebrochen. Aus Tuti mache ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Ist das dein Bruder? Wo denn, Herr Maulwurf? Dort oben am Himmel. Das glaube ich nicht. Ich kann gerade die Kommentare nicht lesen, mach ich gleich. Du arme kleine, dieses Spielchen ist jetzt auch. Hat auch noch kleine Maus im Spielchen, ist jetzt aus. Ausschau, alte Vogelscheuche. Das Bild an der Wand ist. Oh Gott, ich mach dir. Oh verdammt, ich hab's nicht gesehen. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Angel, wach endlich auf! Aufwachen! Was? Was ist denn hier los? Draußen gibt es Ärger. Ach, schlimm. Okay, oh, schon geht's los. Also. Oh Gott, ich kann... Ja, er kann die Hälfte nicht lesen. Moment, ich muss wieder hochscrollen. Im Übrigen muss ich echt übel aufpassen, dass ich die Konsole nicht bewege, weil das ist halt ein Wackel. So. Klar, Alter, ich habe das früher mit Brother Octavio bestimmt 100 Stunden plus gezockt. Geht gut in 50 Stunden, von Triggern zu schweigen. Also beim letzten Mal war ich in 7 Stunden oder so durch, aber ich kannte es auch schon ziemlich gut. Bei Tui hatte er 200 Stunden. Mir ist die Flöte noch nie so hart. Mir ist die Flöte noch nie so hart aufgefallen wie gerade. Schönes Flötenspiel. Ich schnabuliere mir nebenbei übrigens auch eine ultra leckere Brokkoli-Salami-Pizza rein. Guten Appetit! Für den N64 Game ist die Grafik gut gealtert. Mutter Diss in den ersten C Minuten läuft. Was? Ach so, Mutter Diss in den ersten 10 Minuten läuft. Ja, okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Ich sehe gerade das Bild auf Facebook mit der Endzone, sehe die Amiibos im Hintergrund und denke mir, cool. Da ist er im GameStop, bis mir wieder einfiel. Nee, das ist seine eigene. Das ist mein Wohnzimmer. Ja, das ist mir auch erst später aufgefallen. Meine Armut kotzt mich an. Ich habe nie gesagt, dass ich reich bin. Ich ernähre mich im Wesentlichen nur von Pizza und Kaffee. Dementsprechend habe ich genug Geld für die Amiibos. Ja, mir ist auch Mahlzeit, Bernie. Meine Armut kotzt mich auch an. Ja, man gewöhnt sich an Armut. So, okay. Beginnen wir. Erstmal kann ich da wieder reingehen? Ja, kann ich. Kann ich die Kamera bewegen? Nein, kann ich nicht. Aber... man das Bild sehen an der Wand? Hier, das Bild hier. Eben gerade konnte man es besser sehen. Schade.
Das ist doch hundertprozentig Hintergrund von Danky Kang gewesen. Jetzt kann ich mal meine Gaming-Skills zeigen, Matze. So. Er ist bis jetzt mein Lieblingscharakter, der Maulwurf. Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Banjo und das ist meine Freundin Kazooie. Komische Freundin, kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester Tuti? Die miese Hexe Gruntilda stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhige dich, Kleiner, wir befreien Tuti. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wenn ihr schon alles, wer schon alles weiß, sollte B drücken. Drücke A. Bottles, wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Was ist zu tun? Schaut euch nach meinem Maulwurf. Stell euch daneben und drückt B. Bis gleich. Such den nächsten Maulwurfshügel. Ach, den nächsten. Tutorial! Ich wollte gerade Weitsprung machen. Kazooie ist der beste Charakter, du Lachs. Hallo, wir fangen mit der Kontrolle der Kamera an. Ihr steuert sie mit den C-Knöpfen. Das nervt. Wir sind wie in der Schule. Zeig erstmal, was du kannst. Drücke die R-Taste, um die Kamera hinter Banjo zu bringen. War das schon alles, Würmerfreund? Nein, halte R gedrückt, um die Kamera hinter deinen Federn hintern zu positionieren. Wir sehen uns am nächsten Maulwurfshügel. Okay, das ist auch relativ intuitiv. Im Springen seid ihr keine Weltmeister. Pa, was wissen blinde Maulwürfe über das Springen? Nichts, oder? Mehr als du, Flöte. Zum Springen drückt ihr A. Haltet ihr A gedrückt, springt Banjo noch höher. Na, Federvieh, zeig mal, was du kannst. Warum? Ich sehe dabei sicher total bescheuert aus. Springt und drückt A in der Luft, um einen Doppelsprung zu machen. Wir wissen jetzt alles. Es kann losgehen. Nicht bevor ihr diesen Move kennt. Stellt euch so hin wie ich. Wie, eine lächerliche Brille aufsetzen und blöd aus einem Erdloch herausgrinsen? Linsen? Schnabel, haltet den Z-Trigger gedrückt und dann A, um ein Salto auszuführen. Okay. Das kennt man von Mario. Das waren alle Sprünge. Üb fleißig weiter. Okay. So. Kazooie gibt den Geschlechtsverkehr. Was? Bei mir ist Kisemasa Prost, zeig's mir. Kazooie ist bester Charakter, du Lachs. Ich mag Banjo am meisten, der ist wie ich, nur nicht so dick. Kazooie gibt einen Geschlechtsverkehr auf alles und haut nur Beleidigungen raus. Ich mag die Beleidigung, sehr kreativ. Ich kann das Spiel ums Verrecken nicht selbst spielen, aber es ist doch schon echt großartig. Wieso kannst du es nicht selbst spielen? Kazooie ist der krasseste Vogel. Und Vögel sind ja bekanntlich die besten Tiere. Sie teilen sich so ein bisschen den Platz auch mit Hund auch, aber... Yeah! Wir starten Honigwabe, sammelt 6 von uns leeren Honigwaben ein, um die Energieleiste zu erweitern. Okay. Weiß nicht, irgendwie habe ich ein Problem mit dem Spiel. Also bis jetzt steuert es sich wie ein ganz normaler Plattformer. Überhaupt gar keine Probleme. Die X-Achse ist nicht invertiert, das kenne ich aus Mario, glaube ich, anders, aber das könnte ich mir jetzt auch einbilden. Lust auf eine kleine Unterwassertour? Lass mal, ich gehe lieber nach Hause. Banjo, du Weicher, ich will schwimmen. Spuck es aus, Maulwurfsboy.
Mit dem 3D-Stick schwimmst du an der Oberfläche. Drücke B, um zu tauchen. Los! Okay. Unter Wasser paddelt Banjo mit den Beinen, wenn A gedrückt wird. Unser geflügeltes Bewegungstalent tritt in Aktion, wenn man den B-Knopf drückt. Ah, okay, also ist einfach besser, wenn man... Und zwar nicht so genau... Ich habe als Kind im Übrigen, habe ich es so geliebt, in 3D-Plattformern unter Wasser sein zu können. Ich finde das so geil. Heute, oh, 3D ist alles scheiße, Unterwasserlevel sind scheiße. Ich habe das immer geliebt, ich fand das immer geil. Weiß ich nicht warum, ich mag diese Freiheit im Wasser. War eigentlich eine Höhle da unten, natürlich. Nicht wegen der Steuerung, ich kann es ums Verrecken nicht sagen. So. Okay. Auch schön, dass die Musik unter Wasser anders ist. Banjo, es ist an der Zeit, den Bärenpunch zu lernen. Bereit? Oh, ab jetzt ist mir das Spiel mega sympathisch. Das klingt interessant. Drücke einfach B, wenn du stehst oder dich nur langsam bewegst. Aber cool, woran kann ich das ausprobieren? Wie wäre es mit dem frechen Vogel? Komm nur her, du kleine Blindschleiche. War ja nur ein Witz. Ich suche eine echte Herausforderung für dich, okay? Da kommt ein Topper. Zeig es ihm, Banjo. Ich hau ihm in die Fresse. Komm her. Schnauze, hab ich gesagt. Wow, netter Versuch. Hey, was ist mit mir? Oh. Oh. So, Moment. Jetzt muss ich mal kurz die Kommentare auf. Manchmal brauchst du manches Movement unter Wasser in engen Passagen oder so. Nächstes Inferno Game 3D Unterwasserspiel? Nee. Nee, machen will ich sowas nicht. Ein Boxspiel unter Wasser, das wäre schon mal. Underwater Boxing. Hallo, ich will lernen, wie man fliegt. Sofort. Wenn du rennst und dann B drückst, machst du eine Rolle. Ich suche ein geeignetes Ziel. Tot. Volltreffer, einer geht noch. Hallo, mir ist schlecht. Oho. Ich mag den Sound. Jetzt zeige ich dem Quietsche-Entchen einen Trick. Hoffentlich ist es ein guter Trick, Blindfuchs. Wenn du im Sprung den B-Knopf drückst, dann machst du den Schnabelsprung. Ha. Nicht schlecht, Entchen. Das fängt an, Spaß zu machen. Okay, man kann auch keinen Schaden nehmen. Ich finde es cool, dass man gegen Gemüse kämpfen muss. Ha. Jetzt wisst ihr erst einmal Bescheid. Schaut euch um, Kinder. Ich bin eine leckere Honigfarbe und stecke voller Energie. Hey Bernie, ich habe vorhin eine Dreiviertelstunde Mario Kart online gespielt und mich fast nicht aufregen müssen. Das Spiel verlernt. Mit Commander Infressio in der Hauptrolle. Infressio Knalls.
Aber richtig. So. Wie war das mit den 15 Stunden? Jetzt alle. Ich meine, so viel wird jetzt nicht weg sein, nehme ich an. Hoffe ich mal. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht alles nochmal machen. Okay. Wir gucken mal. Okay. 2 Minuten 24. Stream ist gone, was ist passiert? Ne, Stream dürfte nicht gone gewesen sein. Oh, hier hat der N64 einen Wackler? Ja, hat er. Das ist ja das Problem. Ich wusste nicht, dass das jetzt so früh schon passiert. Ich dachte, das ist relativ, naja, selten in Anführungsstrichen. Das ist nicht mal das N64, das ist das scheiß Netzteil. Der Stream war kurz aus. War der Stream aus oder das Bild weg? Das sind zwei verschiedene Sachen. Du speicherst im Menü. Okay. Muss ich nach jedem Schweiß speichern, ne? So. Ah, aber es ist immer Speichern und Ende. Der Stream war kurz offline. Das ist halt die Scheiße mit dem Elgato. Wenn er kein Signal mehr vom N64 kriegt, geht er aus. Bei mir war nur kurzer Ladekreis. Dreck. Okay, das habe ich nicht erwartet. Ja, also wenn der Stream kurz weg ist, hat sich die N64 wieder ausgeschaltet. Jetzt habe ich aber auch die ganzen Waben nicht, ne? Da kann ich ja rausholen. Doch, habe ich. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele Moves verpasst. Beziehungsweise irgendwelche Kernelemente nicht auf dem Schirm, die wichtig sein könnten. Ah ne, habe ich doch nicht, die Waren. Okay, dann wurden die gerade nicht gerendert. Woher der Wackelkontakt bei meinem N64 kommt. Keine Ahnung. Kann man noch Stampfattacke machen? Der dritte war in der Karotte. Dass der dort in der Karotte war. Falls in einer anderen Karotte. Streamer auf TV funktioniert nicht, aber über Handy allerdings mit dauerhaftem Ladekreis. Was? Die Sprites haben eine Render Distance. Aber sonst würde es laggen, ja. Das heißt, du kannst nicht gucken. Die dritte ist da, wo du kämpfen lernst in der Karotte. Ja. Ich meine. Ah, nee, das. Ja, okay, das, da habe ich mich wohl vertan.
Kann ich nicht in Banjos Haus speichern, ohne das Spiel zu beenden? Ich gucke. Offensichtlich nicht. Dafür, dass Banjo und der Maulwurf sich nicht kennen, hat er aber ein ziemlich detailliertes Bild von ihm in seinem Haus hängen. Musst du auch schon ein paar Mal flimpen. Was? Wenn du auf Handy den Stream schaust, geh aus der App raus und geh auf die Website. Die App hat als Fahrer nur sehr viele Stream-Probleme. Kannst du nicht. Du kommst später auch nur noch sehr selten an diesem Haus vorbei. Okay. Mir ist das mit dem, es geht aus, einfach aus, auch schon. Ihr habt gesagt, dass ihr es alleine schafft. Seht zu, wie ihr zur Hexe kommt. Komm schon, Alter, was bist denn jetzt so? Ich habe F-Zero gespielt, F-Zero X. Master Cup, schwierigste Stufe. Und ich hätte es... Oh, er kann sich nicht... Okay, er kann sich nicht in Sachen anhängen. Schwierigste Stufe. Ich hätte es geschafft. Die Credits waren da, ich hab's geschafft. Und dann ist der N64 ausgegangen, hat neu gestartet. Und damit hatte ich den Cup dann doch nicht geschafft. Ah, Kacke, das hab ich schlecht getan. Also, da hab ich mich auch ein bisschen aufgeregt. Wie man sich sicherlich denken kann. So. Ein Leben hat. Hallo, ich bin ein wertvolles Extra-Leben. Okay. Schön, dass sich hier jeder mal vorstellt. So wie sich das gehört. Ich möchte dieses Extra-Life. Okay. Ach, da oben. Jetzt noch einer. Wahrscheinlich ist er da oben. Bei Gruntilda. Fun Fact am Rande. Die Lebensanzeige gehört bei 9 zu 10 auf. Aber über die 9 drüber gehen, werden mitgezählt. Ich liebe die Sonsika so wie von sich gibt, allein wegen dem Nostalgie-Effekt. Ja, und weil halt Vögel auch die besten Tiere sind. Völlig Logan. Der fliegt so hoch, der hat bestimmt was gebunkert hier, der Sack. Mal hier rumgehen. Das ist sogar richtig. Okay. Leider ist die Draw Distance zu schlecht. Sonst könnte ich einfach von hier aus sehen, wo das letzte Teil ist. Keine Zeit verschwenden, Banjo. Tutti wartet. Ja, aber ich möchte das letzte Teil finden. Ich kann Fingers leider auch nicht gucken. Doch. War ich denn noch nicht? Da unten, ne? Gibt es Fallschaden in diesem Spiel? Ja, gibt es. Okay. Wieder da, einmal alles aus und wieder angemacht. Das ist ein Stein. Stampfen.
Hallo. Würde ich reden? Komm schon, Alter, hilf mir, Brudi. Ich helfe euch nicht, also verschwindet. Komm schon. Es ist kein Spaß mehr, lasst mich in Ruhe. Komm schon. Beste Warnung, probiert es nicht noch einmal. Doch, ich probier's noch einmal. Ihr habt es so gewollt, ich lösche jetzt den Spielstand. 3, 2, 1. Hey, sorry, Bottles, wir tun es nicht wieder. Okay, dann lass uns jetzt endlich die arme Tutti befreien. Mach's nochmal. Keine Zeit verschwenden, Benjo, Tutti wartet. Okay. Dagegen rollen. Kann ich ihn hochheben? Stampfe nicht, was Bottles dir beibringen würde. Z und B. Ah, okay. Danke. Ja, ich hab's geskippt, weil ich wollte eigentlich nochmal alles durchklicken und so. Ich dachte, ich wüsste schon alles, aber ich wusste nicht alles. So, wo ist jetzt meine Wabe? Da ist meine Wabe. Okay. Ja. Okay. Jetzt werde ich aber. Speichert es nach. Wieso kommt eigentlich die Kackhexe? Kommt dann einfach die Game-Over-Sequenz, damit das Spiel neu starten kann? Aber speichert es denn nach einem Puzzleteil automatisch? Weil das wäre cool. Ich finde schön, dass er nach der Rollanimation kurz stehen bleibt, dann rolle ich nicht die ganze Zeit durch die Gegend und laufe auch wenigstens wirklich. Nein, du musst immer manuell speichern. Oh fuck. Wenn ich das einfach fixen könnte, dann wäre es ja nicht schlimm. Dann würde ich das halt jetzt in der nächsten Pause irgendwie versuchen zu fixen und fertig. Aber Dreck. Wir wollen hoffen, dass es nicht nochmal passiert. Smash Bros. Stage. Dass die Tussi auch einfach neben ihm wohnt. Diese Maschine ist der Hit. Sie macht Tutti alt und ich werde fit. Lass mich in Frieden, du miese Hexe, oder mein Bruder wird dir in den Hintern treten. Sollte er sich zu mir wagen, wird er in die Flucht geschlagen. Los nun, Klungo, drücke den Schalter. Ich will vergessen mein Alter. So sei es, Herrin. Alle Systeme sind aktiviert. Gleich geht es los. Benjo, Hilfe! Oh, ist endlich soweit. Bär und Vogel haue ich aus dem Kleid. Ich weiß, es ist nicht Mario 64. Ich wollte es trotzdem versuchen. Schöne Bodentextur für ein 64. Das ist die erste Welt, Pumbus Mountain. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr das Puzzlebild dieser Welt finden. So weit weg kann es nicht sein. Ihr habt ein Puzzle. Um die angezeigte Welt zu betreten, müsst ihr die Lücken des Bildes mit Puzzleteilen füllen. Noch haben wir keins gefunden. Mir war so, als hätte ich ein Puzzleteil in der Nähe des Eingangs gesehen. Komm wieder.
Ach, da oben. Das ist verdammt freaky. Warte, was? So, da bin ich. Huhu. Das ist nicht Mario 64. Ich weiß, es ist nicht Mario 64. Ich wollte das trotzdem probieren. Hallo Limali, schön, dass du da bist. Umbu, ich bin ein lustiges Puzzleteil. Suche ein Bild, in das ich hineinpasse. Ich denke, ich mache der Sicherheit halber so alle, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Oder nach jeder größeren Textpassage, keine Ahnung. Safety safe. Hauptsache, ich starte nicht immer im Haus. Aber wahrscheinlich schon. Das erste Puzzleteil ist schon eingesackt. Göttlich, drücke A, um die Lücken des Bildes zu füllen. Oder B, wenn du kein Puzzleteil einsetzen willst. Möchte ich. Geschafft, das Bild ist vollständig. Und die Tür zum Mambo's Mountain geöffnet. Das war viel zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. Okay. Das Game ist daran so witzig ist. Nido Start ist da, wo du gescheuert hast. Also in dem Gebiet, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Tag, drei neue Moves könnt ihr in dieser Welt finden. Haltet Ausschau nach meinen Hügeln. Okay. Voll weggelattet. Ich bin eine von 100 Noten in jeder Welt. Sammle uns ein, um die Notentüren in Grundtildas Reich zu öffnen. Okay. Boah. Bisschen rutschig. Nicht wahr? Finde mich, damit ich euch zeigen kann, wie ihr da hinaufkommt. Okay. Das läuft super. Ihr habt mich gerettet. Und Tilda hat in jeder Welt 5 von uns eingesperrt. Wenn ihr uns alle befreit, gibt es in jeder Welt ein Puzzleteil. Okay. Ach verdammt, da hätte ich auch ohne diesen Maulwurf hochgekommen. Ich kann pokern. Was? Oh, wieso kann ich nicht stehen bleiben? Ich liebe die Stimme von den Puzzleteilen. Von uns versteckt. Wir helfen euch auf eurem Weg zu Grandtilda. Hör mal den Sound an, wenn du einen Schädel einsammelst. Der sagt, ich kann pokern. Okay. Wenn ihr diese Welt verlassen wollt, dann kehrt zur Startplatte zurück und stellt euch darauf. Nö. Das für Completionists wie mich ein Albtraum. Kann ich einfach das Spiel verlassen. Ich bin noch überhaupt nicht fertig. Also ich finde, ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel scheiße, macht überhaupt keinen Spaß und ich spiele es auch nie wieder. Spaß natürlich. Spaß, Brudi. Schon ziemlich cool bis jetzt. So, und jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn ich
Speicher und Ende. Dass immer Game Over kommt, das nervt mich. Oh Gott, was passiert jetzt? Meine Schwester hier in Haft. Ich raube ihre ganze Kraft. Ja, Meisterin, die Transformation ist gleich vollzogen. Hilf mir, Banjo! Bär und Strauß sind erledigt, meine Herrin. Hat gesiegt. Okay, jetzt bin ich die heißeste Maus. Für Tutti ist das aus. Ich hätte erwartet, dass sie trotzdem noch so ein Gesicht hat. Bist du schön? Oh, du schön. Besuchen Mambo in Höhle, ja. Andrew, ich will mit dir sprechen. Sofort. Aber das kommt jetzt nicht immer, oder? Kommt das jetzt immer, wenn ich das Spiel beende? Das kommt immer. Okay. Oh je. Mit Start, glaube ich. Kannst die Sequenz abbrechen. Habe ich gerade versucht. Drei neue Moves. I know. Oh, ich muss die. Jo, ich muss die Noten neu sammeln. Ah, okay. Meine sind noch nicht so viele. Oh ja. Ich Mambos Schädel sein. Ohne mich Mambo machen. Keine Finger für Zauber. Boom. Okay, was ist da hinten? Ich muss Noten und Jinjus immer neu sammeln. Das ist die einzige Sache, die Teil 2 besser gemacht hat. Ab, lass mich mit meiner leckeren Honigfarben in Ruhe. Oh! Ich wollte ihn nicht umbringen. Banjo ist ein Mörder. Ups. Banjo ist ein Mörder. Ich meine, ist ja auch okay. Ich trage ja auch den Mörderhut. Okay, dann wollen wir hoffen, dass wenn ich alle Puzzleteile gesammelt habe, dann nicht einfach das in 64 ausgeht. 100 an der Zahl, ne? Da so. Man kann nicht anders, man muss das nachmachen. Oh. So. Wenn Banjo ein Mörder ist, ist Kazooie eine Mörder-Sie. Logan. Och nee.
knuspern. Sie hat genug Noten gesammelt, um den Zauber der ersten Tür zu brechen. Das sind Eier. Wir sind Eier, Kazooie kann lernen, uns als Munition zu verwenden. Okay. Ach, da ist noch ein, ich kann pokern. Ich kann pokern. Ich hätte gerne eine Kazooie in meinem Rucksack, dann wäre alles viel besser. Das ist korrekt. Nächste Attacke ist AAE. Ich hätte auch gerne eine Kazooie in meinem Rucksack. Erst die Noten sammeln. Oh fuck. Oh. Okay. Alles geschafft, alles gut. Ich könnte mir auch einfach die Fähigkeit suchen, mit der ich wahrscheinlich hier hochrennen kann, aber. Nein. Noch nicht. Oh. Okay. Boah, komm ich da rüber? Affe, der Donkey Kong Sounds macht. Das ist Baum von Konga. Ich treffe Bär mit Orangen. Chimpy ist hungrig. Fütter Chimpy. Was? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Schlauer Bär findet Kongas Gold. Wenn ich dagegen rollen, fällt er da noch runter. Ah, ich kann auch. Aha. Also Kongas Orange zurückgeben. Orangen sind lecker. Kann ich dem kleinen Affen eine Orange geben? Hallo? Chimpy liebt Orangen. Chimpy wird dicken Bär und lustigen Vogel helfen. Hey. Wieso kommt der Donkey Kong Sound? Gut, das ist ein Affe. Jetzt bin ich wahrscheinlich von hier aus den Affen abballern, aber ich kann halt einfach noch nicht ballern. Wahrscheinlich kann ich jetzt gleich ballern, wenn ich mit diesem Boy hier gesprochen habe. Es ist an der Zeit, dem Vögelchen zu zeigen, was man mit Eiern alles machen kann. Ich bin ganz Ohr, Erdwüder. Halte den Z-Trigger und drücke den oberen C-Knopf, um ein Ei auf deinem Mund zu ballern. Ballern! Klingt super, war das alles? Fast drücke den unteren C-Knopf, um ein Ei nach hinten abzufeuern. Autsch, das hört sich schmerzhaft an. Hätte ich bloß nie gefragt. Mit dem 3D-Stick lässt sich das Ziel genau anvisieren. Insgesamt kann das Vogelhirn bis zu 100 Eier tragen. Jetzt habt ihr gelernt, wie man Eier abschießt. Ich gebe euch noch so 50 Eier, damit ihr ein wenig üben könnt.
Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Okay. Kann ich diesen Affen da abballern, ja. Ah, Aitu. Oh. Okay. Ein Bild von Gotilda. Oh, wer besiegt Konga? Konga gibt geile Scheiße. Das wird echt schon viel gemacht, ey. Ich hoffe, ich finde jetzt auch wieder das Musiknotes. Er wirft trotzdem. Lass mich in Ruhe, du Arschloch. Aber ich kann bestimmt, wenn der Grundtier das Bild abschmeißt, schon auch noch ein Puzzleteil. Fehlt dir was, merkt ihr die Stelle. Okay. Pferd's eh gegangen. Nie. Braucht nicht so viel Backseat-Gaming, man. Jetzt kann ich diese Bullen schlagen. Ja. Ab. Och, schnell. Schneller Junge. Ich weiß. Tierquäler. Warum? Der greift mich doch auch an. Außerdem bin ich auch ein Tier. Strauß-Kitsch-Tier. Oh. Oh. Warum mache ich mir so kompliziert? Okay, da oben ist bestimmt noch mehr Scheiß. Aber da muss ich wohl rennen können für. Okay, hier war ich auch schon. Ach, hier auch noch ein Maui-Fügel. Der Okopa-Klauf ermöglicht es Kazooie, dich zu tragen und selbst steile Hänge zu erklimmen.
Das hört sich gut an, Bottles. Wie funktioniert das? Halte den C-Trigger und drücke den linken Ski-Knopf. Halte danach den Z-Trigger gedrückt, solange Kazubi dich tragen soll. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Danke. Okay, das ist einfach viel geiler. Ich glaube, jetzt nur noch so durch die Gegend. Bin ich auch schneller? Ja, ne? Kann ich nicht sagen. Egal. Ich werde jetzt gar nicht so steil. Ja, hat er ja gesagt. Steil in keinen Scheiß überhaupt. Übel. So. Ich kann sogar so springen. Oh. Oh, was wollen die denn da von mir? Hab ich da mal was nicht richtig gelesen? Oh. Hm. Egal. Diese Staubwolken. Beste. Einen Bären als Rucksack zu tragen. Was kann das hier? Ich bin Juju, Mumbus Totenfall. Füttere mich doch mit diesen blauen Dingern. Kack dir in den Mund. Ich will ihm in den Mund kacken. Einmal. Fuck. Komm schon. Schon. Okay, ich habe mir in den Mund gekackt, aber es ist nichts passiert. Also muss ich so wegballern. Okay, offensichtlich scheinen die Energiedinger nicht zu despawnen, was sehr cool ist. Ups. Hatte ich die drei noch nicht? Okay. Naja, offensichtlich ja nicht. Schon fehlen nur noch ein paar Puzzleteile. Wie viel denn noch? 15. Hm. Wieder noch so ein kleiner Boy, ne? Ja, ein grüner. Ich will zu Mumbo Jumbo gehen. Hey, ist auch noch. Ich nenne diesen Move die Kopfgranate, springe in die Höhe und drücke den Z-Trigger, damit Kazooie auch. Och.
Einmal hier. Schluck, das gefällt mir aber gar nicht. Gewöhne ich lieber daran, das Tägchen. Diese Move werdet ihr oft brauchen. In dieser Welt habt ihr alles gelernt, was es zu lernen gibt. Okay, jetzt habe ich bestimmt diese Dinger gemacht. Ja, sehr schön. Ja, sehr geil. Okay, Eier. Oh, ein Gegner. Stirb! Hau dir in die Fresse. Ah, grüner Mann. Ich stell mir vor, du hast dieses Spiel mit 10 oder 11 Jahren gespielt. Du hättest es ohne Ende gefeiert. Hätte ich auch. Ich feiere es jetzt auch. Und ein Leben. Und ein Positron. Neben Haus war was anderes drin. Mir fehlen aber noch 10 Puzzleteile. Wahrscheinlich kriege ich die da drin. Ich Mumbo besser Schamane im ganzen Spiel. Mumbo kann Bär und komische Vogel helfen. Vorsicht, du schräger Quacksalber. Böse Hexart versteckt Mumbos silberne Schädel. Finde Schädel und Mumbo euch viel gut helfen. Aber wann so viele Schädel haben, stellen auf roten Schädel und dann B drücken, Mumbo machen Zauber wie Copperfield. Oh Gott, Copperfield. Das ist schon ein paar Tage her, Copperfield. Übel. Aua. Okay, das wusste ich. Das ist mir das schade. Ahaha, ja, okay. Mumbo machen kostenlose Rückverwandlung. Komm wieder, wenn fertig. Ah, gut, Zauber für erste Mal, Mumbo. Brauchen noch etwas Übung. Sachen so lustig. Okay, jetzt kann ich in diesen Hügel da reingehen. Dem auch springen? Ja, natürlich. Sehr schön. Aha. Hi, wo hast du die coolen Shorts her? Die muss ich haben. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Gibst du mir deinen coolen Rucksack? Nee. Das universelle Zeichen dafür, dass ich geschafft habe. So, verwandel mich zurück. Ich glaube, die große Seite für ist. Gut, es sollte eigentlich noch Magier wie Copperfield, die Ehrlich Brothers. Hallo, Chris Angel, der Magerfreak, Mindfreak. Ich glaube, die große Zeit dafür ist vorbei. Und natürlich Vincent Raven. Die Ameise nimmt wie eine echte Ameise auch keinen Fall Schaden. Das stimmt. Copperfield war jedem ein Begriff. Das ist richtig. Aber auch nur, weil er Claudia Schiffer mal mit aufs Hotelzimmer genommen hat, so nach dem Motto. So, habe ich jetzt hier alles geschafft? Ja, ne?
Ich habe euch gar nicht. Ich habe gar nicht gewartet. Einfach gemacht. Schlimmer Finger. Okay, cool. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Pause. Zumindest mal alle Noten. Diese Copperfield-Trivia waren mir nicht bewusst. Nicht? War Claudia Schiffer nicht sogar die, die er auf der Bühne zersägt hat? Seinen besten Trick an einer riesigen Kreissäge, kann ich erinnern. Wir machen jetzt Pause und ich lasse euch hier die Startmusik an. In der Zeit werde ich mal gucken. Wobei, ich kann nicht gucken. Wenn ich gucke, wie ich das fixen kann, dann mache ich es aus und dann ist der Stream weg. Dann müssen wir jetzt durch. Bis jetzt nichts mehr passiert, Rotart. Ich lasse euch die Startmelodie an. Gewöhnt euch schon mal dran. So, bis gleich. Ich muss nicht noch so awkward zum Mikro rennen. Ach so, an alle On-Demand-Gucker. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Und alles Rennboys. Bis gleich. Ah!
Yup, okay.
Hello everybody! Ach ja. So, wir wollen mal gucken. Ich bin so scheiße wie diesen scheiß Netzteil, ey. Aber gut. Jemand hat gesagt, dass es einfach werden würde. So. Weiter geht's. Okay. So. Wenn ich diese fünf Viecher einsammle, kriege ich ein Puzzleteil, richtig? Ja, ne? So, also dieses Level habe ich completed. Oder? Kann ich mich hier angucken. Oder auch nicht. Achso, es geht um das... Okay, ich muss in das Reich gehen, um das zu sehen. Willkommen zurück, 37. Oi, richtig. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal nach links. Ahaha, ich verstehe. Das war keine Absicht. So. Diese Tür hat Grimmel mit einem Musikzauber gemacht. Sieh auf, Opa. Sei nicht so frech. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. Okay, also 100. Logisch, 50 logischerweise. Yay! Yeah. Das sieht richtig aus. Okay. Willkommen im Jammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. Ich weiß gar nicht, was daran so witzig ist. Okay. Könnte ich hier rein? Ich könnte wahrscheinlich überall reingehen, weil ich brauche ein bisschen Loot. Hallo meine Helden, ich bin Brentilda, Grunthildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen, es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Grunthilda und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Drückt B, wenn ihr etwas über Grunthilda hören wollt. Grunthilda putzt ihre Zähne mit Fledermaushaut. Ihr Haar wäscht sie mit Motoröl. Ihre Kleidung holt sie sich aus Saggy Maggies Boutique. Okay. Das kann ich mir merken. Den Vogel habe ich gedisst, weil kräht er auf dem Mist. Diese Sprungplatte dient Kazooies Supersprung. Findet mich und ich verrate euch, wie es funktioniert. Das ist ein bisschen spoopy, das. Das ist wichtig. Aufschreiben oder gut merken. Ich merke mir das.
Es ist witzig, weil sie reimt und eine Ghetto-Oma ist. Orientela ist die Zahnfee und Grunti, die Grunti nie zu Gesicht bekam. Du wirst es dir aber sehr lange merken müssen. Ja, und? Ich bin sehr gut in Sachen merken. So. Außerdem wäre es ja sonst nicht Hartmut. Okay. Denn das Bild ist am Feuer, lassen sich keine Teile mehr entfernen. Ja, okay. Ja, komm, ich hab's doch. Kiste! Treasure Trove Cove. Okay. Treasure Trove Cove. So. Nee, da will ich noch nicht hin. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleiche Farben, um eine Abkürzung zu schaffen. Jetzt mal ein paar Eier, wir brauchen Eier. Ach, wir helfen doch, glaube ich nicht. Ich spüre schon, dass ich merken kann, bis es soweit ist. Glaube ich nicht. Hör auf mich anzuzweifeln. Ich hätte damals bei meinem Polizeieinstellungstest die meisten Punkte beim sich scheiß merken. Und der Test war nicht leicht. Sind wir doch hier hoch? Ah, hier ist bestimmt was drunter. Nein? Okay. Sehr eng. Ich hau dir aus dem Maul. So. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei. Ja, okay. Welche Farbe hast du denn? Braun? Okay, mir aus. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ah, da können wir pokern. Ja, aber da musstest du dir sicherlich nicht so lange merken, wie es hier der Fall ist. Nein, aber ich musste mir zum Beispiel... Einem wurde 10 Sekunden Gesichter gezeigt, dann wurden einem 10 Sekunden Namen zu diesen Gesichtern gezeigt und dann musstest du am Ende des Tests die Gesichter den Namen zuordnen. Dazwischen lagen halt erstmal andere Aufgaben und bestimmt 1,5 Stunden oder so. Von mir aus schieße blaue. Okay. Scheiße blaue. Ich hart an erforschen hier. Ah, ich hätte auch dabei aufgrund Hildas Fresse stampfen können, ne? In Mambo Jumbo Land oder Welt. Aber naja. Okay. Sein Kombinator kann ich mir null merken. Ich kann mir besser Zahlen merken. Unser WPA2-Schlüssel fürs Internet kein Problem, aber drei Begriffe. Zahlenkombination kann ich mir null merken, aber was jemand am 17.12.1999 um 16.21 Uhr gesagt hat, daran erinnere ich mich.
Oh. Im Übrigen habe ich jetzt erstmal nicht vor, Banjo zu completen. Ah. Wusstest du, dass Grundhilda ein Sabberlätzchen unter ihrem Hexenkluft trägt? Sie hatte auch einen schrecklichen Hund, der Waldi hieß. Meine Schwester singt in ihrer eigenen Band, Grunty's Kesslereier. Okay. Ich bin eine rote Feder. Wenn Kazooie das Fliegen gelernt hat, werde ich ihr dabei behilflich sein. Ich werde mir Zahlen immer mit Hilfe eines Rhythmus in einer Logik hinter dem Aufbau der Zahlen. Wenn ihr in diesem Tempo weitermacht, die ganze Welt über euch. Was? Also, das mache ich auch immer. Ja, zum Beispiel, wenn die Zahlenkombi. Es ist jetzt sehr einfach, aber wenn ich mir 124 merken müsste. 1 ist doppelte von 1 ist 2, ist doppelte von 2 ist 4. Das mache ich aber auch immer. Das heißt natürlich sehr vereinfacht. Voll weit von dem weg, was ich eigentlich machen soll. Aber egal, ich möchte gerne erforschen. Kameras kann eine kleine Bitch. So. Oh, ich bin sogar schon. Könnt ihr schon hier rein? Ja, könnt ihr. Übel. Aber das merke ich mir mal. Ich will nicht sofort so viele Puzzleteile verballern. Wobei es wahrscheinlich eigentlich egal ist, aber. Macht auch Sinn, dass Kazooie durch die Flügel natürlich schneller ist. Ja, genau, oder halt mit Daten verbinden, Geburtstag oder Kontonummer. Treasure Trove, nehme ich an. Nee, nicht wirklich. Egal. Mache ich jetzt schon Safety Save? Oder doch? Doch, hier ist Treasure Trove. Gut, dann mache ich jetzt hier ein Safety Safe. Ich guck mal, was hier noch so ist. Energieaufladestation. Kann ich die hier anzünden? Vogelbeine mag ich sehr, sie sind ein leckeres Dessert. Okay. Gucken, ob die Federn gespeichert werden. Werde ich ja jetzt wissen. Oh!
Wenn nicht, ich glaube, so wichtig sind die noch nicht. Doch, werden gespeichert, sehr gut. So. Oh nein. Wie unangenehm. So, ach hier so. Ah, das war ein Dummy von mir. Upsi. Wow. Au. Federn sind Verbrauchsgegenstände wie Eier. Okay. Gehen wir erstmal zu Treasure Trove. Treasure Trove. Ich muss schon die Federn da oben wieder zurück, aber die hol ich mir jetzt nicht. Okay. Aber die Framerate ist hier ein bisschen gedroppt. Ahoi, willkommen in der Treasure Trove Cove. Zwei neue Moves sind hier zu finden. Okay. Viele Federn. Sehr große, eklige Krabbe. Bist du ein Feind oder bist du ein Freund? Das ist Nippers Strand. An mir kommt hier nicht vorbei. Das werden wir sehen, Krustenhirn. Diesen frechen Vogel sollte man die Flügel stützen. Ach ja, versuch es, wenn du dich traust. Was ist da drauf? Also, stampfen, natürlich. Macht Sinn. Weil er dich hier hat, Mann. Diese lächerlichen Eier können meine Panzer nichts anhaben. Das wird dich nerven. Okay. Oh. Auch ins Maul scheißen. Ne, ist leider ein bisschen zu hoch. Oh! Das hätte ich kommen sehen müssen. So. Oh, komm schon. Es ist eine Flugplatte. Ihr müsst aber erst ein Hügel finden, um zu erfahren, wie das Ganze funktioniert. Okay. Oh. Ein Eimer. Ich tropfe. Können Bär und Vogel mich mit einem Tropfen stopfen? Ich kann den in den Maul kacken.
Das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser für den Bären ablassen. Geil! Okay. Ich komme nicht mehr hoch. Nein! Egal. Okay. Ach nee, ich würde gern sehen, wo ich hinspringe. Komm schon. Kann ich die Kamera von hier nicht drehen? Bitte im Wasser bleiben. Nee. Hier werde ich ja wahrscheinlich rüberfliegen müssen. Mimik. Nee, ich hau ab. Selber schuld. Der Hai nicht. Oder noch? Oh. 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 Komm ab. Ich komm pokern. Kohlen drin, okay. Das ist jetzt nur gut time. Das hätte ich wissen müssen. Okay, die Zähne machen Schaden. Kann ja noch. Ich meine schon ein Drittel, fast. Das X markiert die Stelle. Folge den Pfeilen, wenn du nach dem Gold stirbst. Okay. Oh. Ich kann pokern. So. Und ist was? Oh, komm schon. So. Bombe. Ja.
kennt, der heißt Biolek. Ah, ich habe nicht gelesen, was er gesagt hat. Ich war damit beschäftigt, mich zu schlagen. Dich. Vielleicht sollte ich auch einfach mal lernen zu fliegen. Er sagte sinngemäß irgendwas mit Bär und Strauß im Wasserbad. Das Rezept schicke ich Biolek. Warum heulst du denn? Ahoi, ihr Landratten, ich bin Captain Blubber. Ich habe meinen Goldschatz verloren, als mein Schiff auf diese Sandbank auflief. Aber dann musst du ihn jetzt wohl suchen. Blubberboy. Ich würde ja, aber ich kann nicht schwimmen. Wollt ihr einem alten Seebär nicht helfen? Na klar, wir werden den Schatz schon finden. Aha. Bestes Voice Cast im gesamten Spiel. Ich will das auch können. Pferde rübsen im Privat. Weißt du, auf Kommando, würdest du gerne auf Kommando rübsen können? Kannst du das nicht? Sehr schwierig, ich muss jetzt aus Banjos Sicht steuern. Ich komm. Oh, ihr beiden, ich bin Captain Blubbers. Sagenhafter Goldschatz. Normal, dass man Luft einsaugen muss, aber wo sollst du die denn sonst hernehmen?
einfach mal ausprobieren und üben und dann klappt sie hier. Ja. Toll, das ist die erste Hälfte meines Schatzes. Wir wollen erstmal gucken, was sich da oben tut. Hey Hühnerbein, das ist deine Chance. Du wirst jetzt das Fliegen erlernen. Na endlich, wurde aber auch Zeit, Wilmer Freund. Es ist so leicht, sogar du Vogelhirn wirst das können. Stelle dich auf eine blaue Flugplatte und drücke den A-Knopf. Hier sind 25 rote Federn, die dir beim Fliegen helfen werden. Bis bald. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Um mehr fliegen zu können, musst du die roten Federn einsetzen. Drücke hierzu den A-Knopf und vergiss nicht, dass Kazooie nur 50 Federn auf einmal tragen kann. Okay. Bin ich sehr weit oben. Ein paar Balls. Immer höher, immer weiter. Eine Tür. Aha. Ich kann wohl kommen. Na, ich muss nicht echt den Supersprung können, um da hochzukommen. Nix da. Mistekiste. Mario, da lebt auch alles. Ups. Das war dumm von mir. Nein! Thank you.
gern, aber mit dem habe ich genug. Ach, hier. Wann findet ihr es eigentlich okay, Lebkuchen und Dominosteine zu kaufen? Es ist immer okay, die zu kaufen. Ich sollte sie halt kaufen, wenn man Bock drauf hat. Er heult dann noch rum. Das kommt hier, das Gesetz bediene dich, wenn du dich traust. Geschafft. Das Schatz war für mich, nur das war für dich. Sobald sie im Handel sind, oh, okay, ich liebe es. Dann bin ich doch nicht so allein mit meiner Ansicht. Ja, wir machen in 2 Wochen einen Glühwein-Lebkuchen-Feuerkorb-Nacht. Meine Schwester hat mir das Zeug nämlich vorhin aus dem Einkaufswagen entfernt, weil sie mir in Ansicht ist, dass es noch nicht geht. Doch! Wenn schmeckt, geht's immer. Wie gesagt, das Herz will, was es will. Oh. Jetzt eigentlich voll hochsteigen. Ne? So viele Federn. Scheiß auf den Superjump. So. Zu diesem Kreuz da. Ich sehe nichts. Oh, ich verstarb. Ist das schlimm? Ist das Spiel für euch zu schwer? Ich lache immer mehr und mehr. Sitze hier mit einem Kaffee. Ja, ich auch. Sitze hier mit Eistee und Blätterkrokant. Ich bitte dort nicht dran gehindert, alle Noten zu sammeln, aber die 77 gesammelten Noten werden alle als Bestenleistung gespeichert. Nein! Nein! Och, komm schon. Nein! Fuck. Nein.
jetzt auch alle für diese kleinen Boys sammeln. Ja, och Leute. Fuck. Sein Schatz auch. Alles. Dreck. Bin ich hier der Einzige, der keinen Kaffee trinkt? Ja. Ich frage mich, warum. Stimmt der nicht mit Mr. Kiste. Mambo Jumbo auch? Nee, ne? Ich habe lange auch keinen Kaffee getrunken. Das kam einfach irgendwann mal und wurde zur Gewohnheit. Naja, mein Kaffee besteht aus ein Viertel Milch und Marshmallow-Aroma. Ich bewundere deine innere Stärke, Limali. Ich habe keine Süßigkeiten hier, weil ich keine essen kann. Das ist bei mir ähnlich. Ich habe auch einfach immer keinen Bock, mich zu kaufen. Anders schaffe ich das Abnehmen nicht. Wenn was hier ist, wird es früher oder später gegessen. Also ich habe, also nicht, dass ich auf meine Figur achten müsste. Das ist ein Luxus, den ich tatsächlich habe. Es ist egal, was ich esse und trinke, ich bin immer gleich dünn. Aber das kommt bei mir halt auch noch positiv dazu, weil einfach, weil ich jetzt keinen Bock habe auf das Zeug. Ist mein Körper nicht, oder ist mein Gehirn nicht daran gewöhnt, dass ich den Zucker will und verlangt ihn auch nicht. Außerdem nehme ich sehr viel Zucker über den Kaffee zu mir. So, wo ist der Turm? Nicht so hoch? Durcharbeiten. Ich mag es aber generell nicht so, hätte immer lieber eine Pizza als Kekse. Ja, gegen eine Pizza habe ich auch nichts. Oder gegen zwei. Nach dem Stream werde ich mir auch wieder zwei Pizzen machen. Kennt da nichts, der Junge. So. Das geht mir echt ein bisschen auf die Klötze, dass ich das jetzt alles nochmal sammeln muss. Das geht mir echt hart auf die Klötze, wenn ich drüber nachdenke. War denn dieser kleine Boy da? Ich hätte gerne Kekse nach der Pizza. Why not both Kekspizza?
Oder diese widerliche Schokopizza. Hat was von Nutella-Brötchen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich würde nie Geld dafür ausgeben, weil... Aber ja, grundsätzlich... So. Jetzt muss ich doch hier irgendwie runterkommen, ohne zu sterben. Oh, Leben. Okay. Aber merkt schon, dass die Noten hier etwas schwerer sind. Etwas diverser. Krabbenmann. Das ist auch wirklich einfach eine Süßspeise, ne? Das hat auch nichts von irgendwie normalem Essen. Nein, das sollte daran auch schlecht schmecken. Es ist Hefeteig für Schokolade. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wenn es ein normaler Pizzateig ist. Mit Käse und Tomatensauce. Bäh! Dass du dich nicht schämst. Hey, du Pelzknäuel, löse mein Rätsel und du gewinnst einen Preis. Okay, was ist denn ein Rätsel? Ist die Fresse haue? Jetzt sag mir doch, was dein Brezel ist. Einfach, was da an der Wand steht. Es gibt keinen Bindestrich und kein. K. Z, Z, Z. Kein Z, doch dann. Das ist doch kein Rätsel. Oh. So. Ich habe ihn getötet.
Der Raum dient gleichzeitig als Cheat-Raum. Kannst dir Cheats eingeben. Der andere, der werden schon in eine Waschmaschine verwandelt. Okay. Ich cheate doch nicht. Ich bin doch kein Cheater. Das macht er nicht. Ich bin viel schneller als dieser Kackei. Piss dich. Schadfugwelle. Naja, du hast ja erstmal gerätselt, was du eingeben sollst. Ja. Die Lösung steht einfach an der Wand. Wie langweilig, bitte. Oder wie leicht zu durchschauen. In Anführungsstrichen Rekord war 77, ne? Och Mensch. Das war knapp. Noch Federn drin. Hier waren auch noch Noten. Stimmt. Hat ja auch nicht gesagt, dass es ein schweres Rätsel ist. Das Rätsel wurde von einer sprechenden Krabbe sich ausgedacht. Ja, okay. Aber der Fan ist halber, sind alle in diesem Spiel einfach sprechende Tiere. Das kann jetzt jeder ein Argument dafür noch dagegen sein. Yay, Mann. Da unten ist ein, ich kann pokern. Okay. Es gibt auch ein großer Kopf-Cheat. Das sind die besten Cheats. Sinnfreien, die es einfach nur witziger machen. Oh, ich kann pokern. Ich kann pokern. Okay, die Noten will ich auch haben. New Record.
Nein. Sing. Nein. Wir müssen noch ein Puzzle. Teil, aber ich möchte erstmal. Yes. Eier. Grüß dich. Sprung wird euch in neue Dimensionen entführen. Nimm Kasumi das in die Hand, ich bin so müde. Keine Sorge, der freche Truthahn ist an der Reihe. Stell dich auf eine grüne Sprungplatte und halte den A-Knopf gedrückt. Wunderbar, das waren alle Moves, die ihr hier lernen konntet. Woo!
der Seite reinpasst sein. Oben kann er. Ja. Ha! Sehr nice. Das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht ein einziges Banjo gespielt. Großer Kopf verschieben. Okay. Das. Mein Schatz, ich könnte heulen. Vielen Dank, ihr Süßen. Nehmt dies als Belohnung. Hurra, ich bin wieder reich. Reich. Ich fliege noch mal ein bisschen durch die Gegend. Gott! Im ersten Wolkenzwirn. Langsam echt tricky. Dumbo Dumbo, den hol ich. Sulen. Okay. Faded out of existence. Abdullah am Arsch. Oh, doch nicht am Arsch. Achso, ja, Sakurai hat die Xbox beworben, aber ich weiß nicht. Ha 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 ha!
uns erstmal den kleinen Boy da. Ist das der letzte? Ja. Reicht denn noch nicht? Wie viele Teile brauche ich noch? 6. Schon alle an einer Stelle. Jetzt fehlt nur noch. Das ist nur noch ein Puzzleteil, glaube ich. Na und? Die 6. Jetzt wird der Schuh wirklich ganz schön sehr knifflig hier, du. Scheiße ist ja, dass man das alles nochmal ansagen muss. Hab ich keinen Bock drauf. Muss es jetzt finden. Piss dich doch. Direkt vor mir spawnen. Was für ein Ding. Sehr seltsam.
Was übersehe ich? Irgendwas da oben am Berg vergessen. Ich flieg nochmal da hoch. Oh, nein! Fuck. Nein, piss dich. Nein. Nein. Gott. War ich nicht irgendwo in so einem Beatwarm-Boy? Oh. Hier war mal gut hier. Ja, aber wirklich. Nehme ich lieber auf für Notfall. Hoch hinaus. Oben war, glaube ich, einer. Nee, ich suche keine Puzzleteile, ich suche Musiknoten. Okay, das ist nur eine Abkürzung. Das habe ich schon gemacht. Das hat echt weh getan. Autschi. Nein! Das war Banjo. Nein, ernsthaft. Mir geht's irgendwie nicht so gut. Irgendwie ist mir übel. Ich würde daher gerne den Stream erstmal beenden und mich ein bisschen ausruhen und morgen vielleicht ein bisschen mehr streamen. Morgen ist ja Sonntag, morgen habe ich Zeit. Ich würde mich jetzt am liebsten einfach nur hinlegen und ein bisschen schlafen. Aber es ist ein cooles Spiel. Auf jeden Fall. Erhol dich gut. Dankeschön. Ist ein gutes Spiel, macht viel Spaß. Aber ich möchte da voll und ganz da sein und nicht irgendwie so halb gar vor mich hin daddeln. Das hat das Spiel nicht verdient. Gute Besserung, gute Nacht. Vielen Dank. Gute Nacht zusammen. Ja, kommt alle gut ins Bett, schlaf gut und wir sehen uns dann aller Voraussicht nach morgen, wenn es mir morgen besser geht. Gute Besserung. Dankeschön. Weiß ich, es ist einfach nur
vermutlich irgendwas. Ja. Fühlt sich mehr wie Kreislauf an, als wie ich bin krank oder so. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche noch einen hervorragenden Abend und eine gute Nacht. Wir sehen uns demnächst. Auf Wiedersehen.